Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass du einfach zu viel aufsaugst? Negative Energie von anderen Menschen, von den Nachrichten oder sogar von deinen eigenen Gedanken. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass es Wege gibt, diese negativen Energien abzuwehren? Wie ein unsichtbares Schutzschild. Ja. Du hast richtig gehört. In diesem Video werde ich dir 7 kraftvolle Schutzrituale zeigen, die du in deinem Alltag anwenden kannst. Also, schnall dich an, schalte deine Neugier auf Maximum und mach dich bereit, dein Energielevel auf ein ganz neues Level zu heben. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, dein Energielevel ist gerade sehr hoch oder beziehungsweise du fühlst dich gerade sehr, sehr toll und bist sehr, sehr glücklich. Ja? Wenn nicht, ja, dann bleib unbedingt dran und schau dir das Video zu Ende an, denn ich werde dir Techniken zeigen, die dir helfen, deinen Bewusstseinszustand passiv zu verändern, in eine erweiterte Schwingung zu kommen und langfristig glücklicher zu werden. Dazu werde ich dir 7 Techniken vorstellen. Aber bevor wir in diese 7 Techniken einsteigen, möchte ich dir das Fundament des Ganzen erklären. Ja? Es ist so, wenn wir geboren werden, werden wir geprägt von unseren Eltern, von der Erziehung, von dem Bewusstseinszustand und vom Verhalten unserer Eltern. Das nennt sich in der Psychologie Entwicklungstraumata und jeder von uns ist mit sowas gesegnet. Das bedeutet, wir alle haben unsere Probleme, haben unseren Rucksack bekommen von unseren Eltern, von unserer Erziehung, zum Teil auch von uns selbst, durch unser Denkmuster, was sich daraus bildet, und laufen durch diese Filtermechanismen durch die Welt. Nun, das ist okay, ist normal, aber es ist so, dass wenn wir durch die Welt laufen, schlussendlich, wenn wir uns diese innigste Frage des Lebens stellen, ja, worum geht's eigentlich? Ja, worum dreht sich das ganze Spiel? Dann kommen wir auf eine Sache drauf, und zwar alles mündet im Zustand. Ja? Denn der Zustand ist das Einzige, was wirklich existiert, wenn sich dein Leben, wenn das Leben vorbei ist. Das Einzige, was wirklich gezählt hat, war, in welchem Zustand warst du, in welchem Zustand bist du. Ja? Und wie wir alle wissen, wenn wir aufstehen und wir haben heute einen richtig geilen Tag und heute ist alles mega toll, dann hast du heute einen tollen Resonanztag. Du wirst merken, wie alle anderen toll sind, wie das Wetter toll ist, wie alle super gut drauf sind. Bist du aber schlecht drauf und depressiv oder was auch immer, dann wirst du merken, wie du heute selber schlecht drauf bist, wie das Wetter schlecht wird und wie immer schlechte Dinge passieren. Und das führt dazu, dass dein Zustand nach unten geht und andere Dinge, die dich triggern, führen dazu, oder negativ triggern, führen dazu, dass es runtergeht, und wenn dich Dinge positiv triggern, führt das dazu, dass es raufgeht. Ja? Das kannst du dir vorstellen wie so eine Insel. Also du stehst, dein Bett ist diese Insel. Und wenn du in der Früh aufstehst, dann entfernst du dich von diesem Bett, und vor deinem Bett sind viele Boote. Ja? Das eine Boot ist der Zustand der Freude, das andere Boot ist der Neutralität, das andere Zustand ist das Boot ist der Zustand der Liebe, das andere ist der Zustand des Hasses und so weiter. Und je nachdem, wie du gerade drauf bist, in welchem Zustand du bist, passiv, steigst du auf dieses, sagen wir mal, depressive Boot heute ein und erlebst heute einen depressiven Tag. Und dann landest du mit diesem depressiven Boot, man könnte jetzt sagen, das ist so die Timeline, also du stehst, sagen wir mal, hier auf, und je nachdem, wie depressiv der Tag heute war, gehst du runter oder rauf und landest dann am Abend in deiner Insel wieder im depressiven Zustand. Und da muss schon was Tolles passieren, dass du mal in einen anderen Zustand kommst. Ja? Ich nenne das die neutrale Mitte. Die meisten Menschen befinden sich in der neutralen Mitte, irgendwo zwischen Hass, Wut, Zorn und zwischen Liebe. Ja? Und die Kunst des Lebens ist es, diese Schattenarbeit zu machen und diese Muster zu durchbrechen, die wir in uns tragen, damit wir uns nicht mehr so programmieren lassen von unserer äußeren Umwelt. Ja, und das ist der Grund, warum ich dieses Video heute gemacht habe. Eine kleine Tipp-Empfehlung, wenn du dich mehr für diese Muster interessierst, schau dir das Video an auf YouTube. So wirst du manipuliert. Die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung, da gehe ich sehr detailliert auf diese Muster ein, wie man diese inneren Muster erkennen kann und transformieren kann. Ja.
aber jetzt tauchen wir in diese Schutzrituale ein. Ja. Aber es war eine wichtige Basis, dir zu zeigen, wie das Fundament dahinter funktioniert. Denn das Ziel ist es, dass dieser Schutz, den du bildest, ja, langfristig funktioniert und dass du einfach weißt, dass du, wenn du jeden Tag hier aufstehst und deine Schwingung erhöhst, durch diese Schutzrituale und die Arbeit von Vladim Seeland, zum Beispiel Transurfing, hat einfach gezeigt, dass es einen großen, großen Effekt hat auf unseren Bewusstseinszustand, wenn wir uns damit beschäftigen. Ja. Und deswegen steigen wir gleich in die erste Methode ein. Und ich nenne die erste Methode die weiße Lichtmeditation. Also du stellst dir vor, du bist von strahlend weißem Licht umgeben. Und ich weiß, das klingt ein bisschen kitschig und esoterisch, ja, aber es funktioniert tatsächlich, ja, denn das, was Bewusstsein ist, ist im Grunde nichts anderes wie Licht. Bewusstsein bedeutet, du bringst Licht in etwas, wovon du keine Ahnung hast, also sprich, du wirst dir über etwas bewusst, ja. Also wenn du dir weißes Licht vorstellst, ja, dann bringst du Bewusstsein in deinen Zustand. Und das hilft dir, deinen Zustand zu erhöhen. Ja. Dieses Licht ist auch so, dass es dazu führt, dass es das dunkle Licht der Unwissenheit abwendet. Denn du bringst dir Licht in die Sache und du wirst merken, wenn du meditierst und du stellst dir vor, wie alles grell weiß ist, dann wirst du wirklich merken, wie langfristig gesehen, wie du in einen erhöhten Bewusstseinszustand kommst. Probier es einfach aus, du wirst dich auf jeden Fall sofort besser fühlen. Ja. Nummer 2. Sag mal, hast du jemals was von einer Salzwasserreinigung gehört? Ja. Das ist keine Gesichtsbehandlung, wie es vielleicht manche jetzt verstehen könnten, sondern ich spreche von echtem Meersalz oder Himalaya-Salz, Himalaya-Bad nehmen. Und das ist eine Methode, die anerkannt ist, wo man einfach negative Energie von sich abwäscht. Und vielleicht hast du jetzt auch Bock bekommen, nach diesem Video wirklich Salzwasser zu nehmen und einfach in das Wasser zu tun, in die Badewanne, um dich hinzulegen. Und du wirst merken, wie es deinen Bewusstseinszustand auf jeden Fall verändert. Ja. Nummer 3. Und zwar Salbei und Räucherstäbchen oder eventuell Palo Santo. Ja. Das sind Dinge, die nicht nur für Hippies gedacht sind, sondern du kannst sie in deinem Zuhause verbrennen und die Atmosphäre wird sich sofort verbessern. Ja. glaub mir, es gibt irgendwelche Energien, der Dr. Rupert Sheldrake, Biologe, hat die morphischen Felder entdeckt und viele wissenschaftliche Arbeiten darüber gemacht und er hat herausgefunden, wissenschaftlich nachgewiesen, dass es diese Felder gibt. Und dass diese Felder beeinflussbar sind, wenn du die Arbeit von ihm koppelst mit der Arbeit von Vladim Seeland, von Transurfing, dann wirst du eine Schnittstelle erkennen und dann wirst du merken, dass es sehr wohl einen Einfluss hat. Beispiele, du kommst in ein Zimmer und du willst heute etwas Kreatives machen, dann ist es sehr sinnvoll, das Zimmer aufzuräumen und alle Sachen, die dich ablenken, zu entfernen und dann wirst du merken, wie du plötzlich klar im Kopf bist, ja, und da kann sich Kreativität besser entfalten. Als Beispiel ist, ne? Aber bevor wir weitermachen, möchte ich dir noch einen Tipp geben, ja, und zwar, es gibt eine Meditation, und zwar Gate 2 und die Morning und Night Meditation, die ich produziert habe, wo es darum geht, ein goldenes Ei zu erschaffen, welches wie ein Gitternetz um deinen Körper herum ist, und welches mit dem Codewort SAFE programmiert wird und gleichzeitig eben diesen Schutz bildet. Das wird mit Hypnose in dein Unterbewusstsein verankert und du kannst das immer wieder verwenden, um dieses Feld selber schnell zu aktivieren. Das funktioniert so ähnlich wie so eine Tulpa, du erschaffst etwas und damit programmierst du dein Gehirn und auf Quantenebene ist es dann in einer anderen Realität verfügbar und du kannst wie ein Programm darauf zugreifen, und welches du installiert hast, und du wirst den Effekt merken. Ja. Also das nennt sich Morning und Night Meditation oder Gate 2. Ja. In meiner Brainwave 3D App kannst du es einfach kostenlos testen. Ich arbeite da übrigens mit heiliger Geometrie und mit Sachen, die dein Bewusstsein erweitern. Ja.
Die nächste Sache ist Energieschutzsteine. Halte Schutzsteine wie zum Beispiel einen schwarzen Turmalin oder Obsidian bei dir, um negative Energien abzuwehren. Diese Steine sind eben dafür bekannt, um Schutz zu bieten. Ja. Das nächste ist ein energetisches Abschirmen, also Nummer 5. Ja. Also visualisiere eine Art Schutzbarriere wie eine Blase oder ein Schild um dich herum, das negative Energien abwehrt. Ja. Und wie du schon gemerkt hast, ich verwende von all diesen Sachen, die ich dir gerade aufzähle, also ziemlich alles in meinen Meditationen, in meinen Frequenzen, als teste es einfach aus. Das nächste, was ich dir vorstellen möchte, sind positive Quantensuggestionen. Ja. Also du kannst Quantensuggestionen nutzen. Das ist eine Methode, die ich entwickelt habe, die koppelt Suggestionen mit Hypnose und Quantenforschung, also Quantenbewusstsein und Quantenwelt in ein neues Sprachmuster, welches viel tiefer in unser Unterbewusstsein eindringt. Ja. Und dann möchte ich dir was vorlesen und du kannst jetzt auch deine Augen dabei schließen. Und du wirst merken, wie es etwas mit dir macht, mit deinem Unterbewusstsein. Also lass dich überraschen. Wie eine unerschütterliche Festung, die standhaft gegen alle Stürme steht, so stärkt sich auch mein Immunsystem furchtlos und unzerstörbar. Jeden Tag nimmt es immer mehr und mehr an Kraft zu, wie die ansteigende Flut, die unaufhaltsam ist. Mit jedem Atemzug, den ich nehme, flutet heilende Energie durch jede Zelle meines Körpers. Diese Energie ist wie das warme, goldene Licht der Sonne, das alle Dunkelheit vertreibt und lebendige Gesundheit in mir erweckt. Tag für Tag, immer mehr und mehr, wird mein Immunsystem stärker, widerstandsfähiger, leistungsfähiger, indem es wie ein unüberwindbarer Wächter, der mein Wohlbefinden sicherstellt. Jeder Moment in diesem ständigen Prozess der Stärkung lässt mich tiefer mit dem harmonischen Rhythmus des Universums verbinden. Von Tag zu Tag, immer mehr und mehr, fließt die Lebenskraft durch mich, mein Immunsystem stärkend, mich gesünder und vitaler machend. Das sind ein paar Passagen aus einer Meditation, die du in meiner App findest. Kannst du kostenlos runterladen auf der Brainwave3D App, einfach im App Store Brainwave3D suchen oder einfach auf der Webseite brainwave3d.app. Kannst du einfach runterladen. Dort in der Kategorie Selbstprogrammierung findest du diese Quantenmeditation. Ja. Ja, und nun kommen wir zu Punkt Nummer 7, und zwar körperliche Reinigung. Ja. Und wie du vielleicht schon heute gehört hast, ja, du kannst, wenn du dir ein Bad nimmst, wenn du deinen Körper komplett reinigst, desinfizierst mit Salzwasser und so weiter, dich gesund ernährst, ja, vor allem so ernährst, es gibt eine ganz einfache Formel. Wenn du gegessen hast und danach fühlst du dich schlapp und musst dich hinlegen, dann hast du das Falsche gegessen. Isst du das Richtige, dann wirst du da nach dem Essen mehr Vitalität, mehr Bewusstheit, mehr Klarheit, mehr Energie verspüren und nicht Müdigkeit und so weiter. Und deswegen achte darauf, was du isst. Achte auf deinen Körper, denn es ist ein Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele, welches deinen Bewusstseinszustand beeinflusst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auf alle Komponenten Acht nimmst, ja. Und dass du alle in eine Richtung drängst, und zwar in die Richtung der Liebe, in die Richtung der Freude, in die Richtung des Friedens, der Dankbarkeit. Denn nur so erschaffen wir ein höheres Bewusstsein und nehmen die Realität durch andere Augen und Zustände wahr.
All diese Techniken sind wirkungsvoll, aber jeder muss für sich selbst seine eigene Technik finden. Und vielleicht hast du eine Idee, oder was nutzt du, um dich zu schützen von den Feldern, wenn jemand dich anschreit, wenn etwas passiert? Was tust du persönlich, um eine Wand zwischen dir und dieser negativen Energie der anderen Menschen oder Ereignisse zu schaffen? Ja. Schreib es mir unten in den Kommentaren rein, das würde mich sehr, sehr interessieren und die anderen sicher auch, und deswegen nimm dir die Zeit, schreib es unbedingt bitte rein. Ich werde es auf jeden Fall durchlesen und meinen Beitrag zu geben, und ich bin mir sicher, falls du das Video noch nicht geliked hast, dass es jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt sein könnte, das Video zu liken, eventuell an deine Freunde zu leiten, wenn du das Gefühl hast, davon könnten sie auch profitieren und ihr Bewusstsein erweitern. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Zusehen, und ich freue mich sehr, dich in dem nächsten Video wiederzusehen, wo es ein spannendes Thema geben wird, auch sehr bewusstseinserweiternd. In dem Sinne, alles Gute und bis bald.